Mendo, Mendo. Keine Zeit mehr zum Chillen, kein Hängen, Bendo, Bendo. Fühl mich stärker als je zuvor, doch ich hol noch mehr aus, mehr aus. Ich fahr mit der Ware durchs Barrio, hör zeitgleich meine Stimme im Radio. Tag hast im Rückspiegel, keine Panik, Bro. Setz einen Sprint und das ist meine Cardio. Meine eigene Stimme auf Next zu hören war gut. Ja, war auf jeden Fall ein gutes Gefühl, dass auch die ganzen Leute auf uns zugekommen sind und meinten, ey, ich hab euch im Radio gehört und so. Also seitdem Next auf der Bildfläche ist, rasiert. Bester Radiosender ever, spielt geile Musik, vor allen Dingen auch Deutschrap. Das war auf jeden Fall eine Revolution für Bremer Radio. Vorher konntest du dir kein Radio geben. Vorher konntest du nur rumfahren mit AUX-Kabel im Handy. Jetzt kannst du auch normales Radio hören. Also grundsätzlich sprechen wir junge Leute von 15 bis 25 im Land Bremen an, das heißt Bremen, Bremerhaven und alles, was noch drumherum liegt. Wir sind sehr stolz darauf, dass wir es innerhalb von 3 Jahren geschafft haben, nicht nur das jüngste Radioprogramm in der ARD zu sein, sondern auch unter den Top 10 der meistgehörtesten Programme bei jungen Menschen hier in Deutschland. Wir haben echt die Leute von der Straße geholt, aus den unterschiedlichsten Ecken und Enden, die einfach Bock hatten, ein junges Programm zu machen und die quasi zu Bremen Next geholt, vors Mikrofon gesetzt, hinter die Kamera gestellt und mit denen ein Programm gemacht. Ich habe mein Abi gemacht, dann ein Jahr in einem Bioladen gejobbt und dann war auf einmal Bremen Next da und seitdem bin ich hier. Ich habe verschiedene Studiengänge studiert. Ich habe 11 Jahre gekellnert und habe mein Studium dann aber abgebrochen, um hier bei Next zu arbeiten. Ich arbeite gerne bei Bremen Next, weil ich einfach hier genau das mache, was ich in meiner Freizeit auch mache, nur Geld dafür bekomme. Dass du tagsüber einfach die ganze Zeit mit Musik zu tun hast, ist auch perfekt. Das ist eine neue Gruppe aus Bermuda, von der Insel quasi. Nennt sich Noise Cans, also Lärmdosen. Habe ich mich schon immer gefragt, wie sich wohl Lärmdosen anhören. Und hier ist es ganz neu bei Next. Noise Cans mit Live. Das Musikprofil von Bremen Next ist DJ-orientierte Musik, ist viel Hip-Hop dabei, elektronische Tanzmusik, EDM, sagt man irgendwo so, und am Ende auch viel Pop. Ich glaube tatsächlich, das, was uns zu anderen Radiosendern unterscheidet, ist etwas, was eigentlich ursprünglich früher mal Radio ausgemacht hat, nämlich, dass die Redakteure durch die Welt gereist sind und aus irgendwelchen Plattenläden irgendwelche Platten mitgebracht haben, die sonst noch keiner kannte, so. Nur, dass wir jetzt nicht mehr in die Plattenläden irgendwo in der Welt rumfahren, sondern dass wir das Netz durchsuchen. Was bei uns besser ist als bei Streamingdiensten ist, dass Streamingdienste immer über einen Algorithmus funktionieren und den Leuten dann das in die Timeline spülen, was sie sowieso hören. Bei uns kriegen sie dann vielleicht Sachen angeboten, die sie normalerweise so vielleicht genretechnisch nicht hören würden, die aber trotzdem so stark sind, dass sie ihnen dann doch gefallen. Wenn sie sich weigern und zu feiern schreien. Savas, was ist dein Lieblingslied von Sido? Für mich ist Astronaut einer der krassesten Songs. Hört Bremen Next, macht da mit, das ist mega geil. So nah kommt ihr nie wieder an Materia oder Casper ran. Bevor die Sonne aufgeht, lass mich scheinen. Heller als der Mond, lass mich nicht allein. In immer mehr deutschen Rap-Videos taucht der Hustensaft auf. Aber woher kommt eigentlich der Hype um Codein? Ich glaube, dass wir über Themen sprechen können, über die anderen nicht so krass viel sprechen, gerade so junge Themen. Also in der Tagesschau sieht man wenig über uns und wir können das ja machen. Sowohl so Infothemen, wie wir sie nennen, als auch ein bisschen locker, was geht in Bremen und Bremerhaven eigentlich ab. Wir sind definitiv mehr als ein klassisches Radioprogramm. Wir haben immer gesagt, wir gehen dorthin, wo die Leute sind. Und das ist bei jungen Leuten, ist das natürlich in den sozialen Kanälen, aber wir gehen auch direkt zu den Leuten auf die Straße. Next wäre auf jeden Fall wieder wie vor 5 Jahren, alles tot, ne, was Radio angeht hier. Wir sind sehr froh, dass Bremen Next am Start ist.